Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Ultimate. So, weiter geht's. In der letzten Folge haben wir ja das ME-System fertig gemacht. Jetzt brauchen wir noch ME-Kabel. Wir brauchen zwei Generatoren, dass das Ganze auch standhaft durchgehend läuft. Würde ich sagen, wir fangen mit den Generatoren an. Electric Furnace haben wir hier. Ich guck jetzt gerade mal, ob wir vielleicht. Wir haben unten noch zwei Generatoren. Wir haben unten noch genug Generatoren. Wir nehmen die von unten. Allerdings. Hier ist nichts mehr drin. Gut, ich habe alles. So. Bronze haben wir nicht mehr. Haben wir nicht hier drin. Hier noch Bronze, hier ist Kupfer drin. Bronze, Bronze, Bronze. Wo ist denn hier Bronze? Okay, das ist sehr schön. Hatte ich nicht ein Bronze-Oberteil? Kann ich das schmelzen? Ach nee, ich hatte Stahl, okay. So, wie kriege ich denn Bronze Dust? Muss es doch noch eine einfachere Möglichkeit geben. Wie kriege ich denn Bronze überhaupt? Kupfer und Tin. Ach stimmt ja, da war ja was. Das heißt Kupfer. Und Tin. Ja, ich weiß, ich wollte noch alles in den ins ME-System reinschmeißen. Aber ja gut, Platz hätten wir ja jetzt eigentlich. Doch, wir haben genug Platz, das machen wir noch. Den. So. Acht. Wie viel brauchen wir davon? So. Ach, richtig. Ich war eben am Überlegen, für was brauche ich das jetzt nochmal überhaupt? Wollten wir die hier machen? Die habe ich ja verloren. So, kann man wieder reinmachen. Dann machen wir das auch gleich rein. So. Yay. Autsch. Beine gebrochen. Tot. Ach, das ist. War nur noch ein Generator. Okay, egal. Muss aber sowieso alles nach oben. Wie baue ich den? Was ist das? Petroleumgenerator. Was will ich denn mit einem Petroleumgenerator? Nuklearreaktor, natürlich. Geothermal. Wir müssen aufrüsten, stelle ich fest. Aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte R drücken. Okay, Iron Furnace brauchen wir. Oder ein Furnace, ein Block und eine RE-Batterie. Okay. Dann machen wir das. Ich glaube, so ein Block müsste ich sogar noch haben. Ich habe ja mal aus Versehen sowas abgebaut. Ist das ein Iron Furnace? Ne, Electric Furnace, okay. Oder ist der schon im ME-System drin? Nochmal gucken. Ne, hier, so. Und dann hier. Maschinenblock. Ne, haben wir nicht. Okay. Ach Quatsch, ich weiß doch, wie das geht. Ich brauche erstmal Iron. Nehmen wir mal so 64 raus. Hauen die auf den Grill. Machen wir 16. Grillen wir mal 16 Stück. Naja, wir brauchen ja 16. Mach den ja 2. Ich mach das ja 2. Oh, wir brauchen viel mehr. Ich brauche ja auch noch die RE-Batterien.
Können wir gleich mal gucken. RE. Die RE-Batterien. Da brauche ich Tin. Okay, ich brauche Tin und ich brauche... Und ich brauche Redstone. Gut, das haben wir ja alles. Das ist ja, das ist jetzt das kleinste Problem. Im Übrigen finde ich es schon sehr schön hier. Los. Jetzt Dinger pumpen. So. 32 sind durch. So. Hätte ich das jetzt noch gehabt? Nee, hatte ich nicht mehr. Gut. Dann brauchen wir jetzt Tin. Tin. Davon haben wir nicht mehr sehr viel. So. Es sollte aber eigentlich... Eigentlich sollte es reichen. So. Dann brauchen wir... Redstone. Und Kupferkabel haben wir keine mehr hier drin. Haben wir die noch hier? Nehmen wir mal mit, hauen das Ganze gleich mal hier rein. So, das so. So, dann können wir das hier mal reinhauen. Nein, was ist jetzt los? Wieso jetzt? Nein, brauche ich hin. Okay, ich darf nicht die Leertaste drücken, wenn ich sowas mache. Dann brauche ich Redstone. Und ich brauche Copper Cable. So. 1, 2, 3. Wunderbar, mehr können wir uns auch gar nicht herstellen. So. Das habe ich. Dann brauche ich... Iron, da haben wir's. Brauche ich 2. Und dann brauche ich einen normalen Furnace, glaube ich, gell? Habe ich eben gelesen. Cobblestone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 1, 2. Kann man nicht weggixen. Schade. So, einmal, zweimal, einer, zwei. Geht viel, viel schneller mit dem ME-System. Ich muss zwar selbstständig alles suchen, aber es geht einfach viel, viel schneller. So, dann hauen wir hier einen Generator hin. Der kann dann auch gleich alles aufnehmen. Die Truhe, wir brauchen noch Transportpipe. Gold Transport Pipe haben wir. Hä? Bin ich jetzt falsch? Haben wir schon einen Generator gehabt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, dann können wir hier die hier wegmachen. Kohle! Hier einen Generator hin. Und hier, ja, hier kommt dann einfach die Chest hin. So. Dann kann hier die Kohle rein. Kohlerei kann da rein, genau. So, das hoch, das hoch. So. Ah, dann brauchen wir logischerweise noch die Kabel. Kabel, ne? Kabel, Kabel. Ach guck mal, das sind sie ja schon. Herrlich. So, ein ME-System ist schon was Gutes, ne? So, das da dran, der ist schon angeschlossen. Wunderbar. Das heißt, pure Power. Nehmen wir mal raus. So, hier noch anfeuern, hier noch anfeuern. Und dann passt das. Dann haben wir hier... volle Leistung auf allen Rohren. Und dann kann man auch ein bisschen mehr anschließen. Hier wird gut Energie gesammelt.
Ich könnte theoretisch noch eine dran machen. Da müsste ich aber noch ein bisschen versetzen alles. Wäre aber auch nicht so schlimm, da würde ich die hier hinmachen und dann da lang laufen lassen. Okay, cool. Wir haben einen neuen Generator. Jetzt brauchen wir noch ME-Kabel, weil ich will die Kohle, die überschüssige Kohle, ne? Butter produziert wird, will ich noch hier rüberlaufen lassen und dann direkt ins ME-System. So, dann machen wir das hier mal alles rein. Dann brauchen wir jetzt ME-Cable. Da werden wir einige brauchen. Ich will keine blauen Kabel. Ich will einfach nur ME-Kabel. Das war Quarzfiber und Redstone. Ach so. Habe ich noch 5? Wie mache ich die nochmal? Wo ist denn das ganz stinknormale? Da ist es doch. So. Ach, Quarzdust und Glas. Okay, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Glas. Ah, für eins. Bringt mir 4, das bringt mir nicht sehr viel. Okay. Habe ich 9. 9 und Redstone. Neun Kabel, das ist überhaupt nichts eigentlich. Und wir brauchen einen Import-Bus noch, auf jeden Fall. Da braucht man nochmal ein Interface. Uiuiuiui. Okay, das wird noch ein groß Ding. Vor allen Dingen brauchen wir jetzt Quarz. Quarz, ja. Oder ich mach's halt wieder am Tisch, ne? Könnte ich auch machen. Obwohl ich das ja eigentlich jetzt nicht mehr so extrem machen wollte. Aber das bedeutet, wir brauchen jede Menge. Oh nee, ich glaube da, das wäre zu zeitaufwendig, jetzt jedes Einzelne zu machen. Wir akzeptieren das jetzt einfach mal. Hätte ich das jetzt nicht rausgefunden, ging es auch nicht. So. Wir haben 10 Kabel. Und jetzt, dass man das versteht, ne? Das Kabel muss von hier bis da hinten durch, hier entlang und hier raus, ne? Also, es ist einiges. Weil eigentlich müsste ich ja alle anschließen. Also ich muss hier den hier anschließen. Die und den vom Fischer dann, ne? Wenn ich den Fischer dann überhaupt hier reinbaue. So. Oh, das Schwert sieht gut aus. Was ist das? Atame? Sieht nicht schlecht aus. Okay. Nur rein zufällig jetzt gesehen. Dann machen wir erstmal. Wir machen erstmal den Import-Bus. Dann stelle ich mich mal einfach hin und mache das mal eine Zeit lang offscreen oder sowas. So. Ich glaube aber, den haben wir noch. Wie ist das Teil? ME Interface. ME Interface habe ich natürlich nichts mehr. Aber ich habe noch einen Import-Bus. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Dann kann man nämlich schon mal so. Dann können wir das zumindest hier schon mal anschließen. Ich bin da echt am Überlegen, ob ich sage, ich mache das hier weg. Egal. Ist wurscht. Ich mache das, ich lasse das dran. So, einmal. Und dann das ME-Kabel. Hier müssen wir dann halt eins runter mit dem anderen Kabel, weil das ME-Kabel ist teurer. Da mache ich jetzt nicht so viele. So. Sieht aber schon sehr fett aus, das Teil. So, dann kann man das nämlich raus. Dann wird das schon rausgezogen. Ich hoffe es nicht, ne? Wäre blöd. Nee, wird nicht rausgezogen. Gut.
So. Gut. Dann brauchen wir Quarzdust. Das heißt, wir brauchen den Macerator, der da unten steht. Können wir doch hier nehmen, ne? Müsste eigentlich. Dauert zu lang. Okay, mache ich weg. Was denn? Ich hab doch. Willst du mich verarschen? Ich hab doch extra mit der Ranch abgebaut. Habt ihr das gesehen? Was ist das für ein Kack? Hallo? Ach, guck mal, da ist auch noch Zeug drin. Aber hallo? Alter, das geht nicht. Jetzt muss ich mir den Macerator noch mal bauen. Ist doch blöd. Wie war denn der? Macerator. Wo haben wir ihn? Flint, Dias. Natürlich. Wenn's weiter nix ist. Och ja, klar. Och natürlich. Aber ich glaube, die haben wir noch. Irgendwo. Komm, wir nehmen. Wir füllen jetzt. Wir machen den Abschluss jetzt, indem wir das hier alles einfach hier reinmachen. Wir füllen jetzt das ME-System einmal komplett auf. Da muss ich nicht so lange suchen. So. Ich stelle fest, wir haben doch ein bisschen mehr als ich dachte, ne, an Material. Okay, ich bin fast der Vermutung sehr nahe, dass wir vielleicht sogar zu viel Materialien haben für das ME-System. Habt ihr das gesehen? Die andere ist jetzt auch schon rot, orange geworden. Oha. Okay. Die ist voll, die. Gibt's hier, Ender. Nee, die gibt's hier nicht. Okay, egal. Nicht so schlimm, aber wir haben jetzt alles im ME-System drin. Da ist auch wieder viel Scheißdreck drin. Zum Beispiel, Stahl werden wir noch benutzen. Ach, guck mal, da ist das ME-Interface. Die Black Hole Chest, die können wir jetzt mal wegschmeißen. Weil, wie gesagt, das war ja, die Black Hole Chest war ja komplett ercheatet. Darum mache ich die jetzt weg. Aber gut, ich würde fast behaupten, das war's für die Folge. Wir haben jetzt das ME-Interface. Wir müssen noch ein paar ME-Kabel machen. Strom ist uns extrem gesichert. Also werden wir nie, ich denke, erstmal keine Probleme mehr bekommen. Und also ist ja eine unendliche Stromquelle. Müssen wir nichts mehr machen. Gut, dann bewertet mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich mache nicht zu viel Scheißdreck. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein!